Jenseits, Inside. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zu der heutigen Episode von Inside Inside. Heute sprechen wir über gute Stimmung und schlechte Stimmung. Und mir ist es sehr, sehr lange zugegangen, dass ich bei schlechtem Wetter, nämlich Regen, wirklich schlechte Stimmung hatte. Und das hat also in der Früh, ich habe den Vorhang auf die Seite geschoben und draußen war es dunkel und grau und sofort ist meine Stimmung in den Keller geschossen und so hat auch dann der ganze Tag ausgeschaut. Also ständig ist irgendwas passiert, ich war schlecht drauf, ich war verärgert, es ist alles nicht so schnell gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe und ja. Über lange Zeit war klar, schlechtes Wetter ist schlechte Stimmung bei mir. Und irgendwann einmal, ich habe wie einen Hund, sind wir draußen spazieren gegangen und ich habe mich dabei ertappt, dass ich tanzend und singend durch den Regen gehüpft bin. Und irgendwann in dem Moment habe ich mir gedacht, wieso bin ich jetzt gut drauf bei Regen? Wieso, wie kann das sein? Und da erst ist mir das erste Mal irgendwie in den Sinn gekommen, dass schlechtes Wetter vielleicht gar nichts mit meiner schlechten Stimmung zu tun hat oder wenn irgendetwas draußen passiert, dass das gar keinen Einfluss auf meine Stimmung hat und davon sehr unabhängig ist. Und wie ich das dann gesehen habe, habe ich mir natürlich auch die schlechten Stimmungen, meine eigenen schlechten Stimmungen und guten Stimmungen näher angesehen und bin irgendwie drauf gekommen, dass ich das gar nicht vorhersagen kann, dass das gar nicht von irgendetwas abhängt, sondern das kann von Minute zu Minute anders sein, das kann von Tag zu Tag anders sein, das kann in einem Urlaub, kann ich plötzlich ganz tief in eine schlechte Stimmung fallen, ohne dass im Außen irgendetwas passiert. Und so bin ich irgendwie zum Schluss gekommen, dass wir vielleicht das gar nicht von, dass wir da gar nicht von außen gesteuert werden, sondern dass das irgendwas in uns drinnen sein könnte und es aber vielleicht auch gar keine Auswirkungen auf uns hat. Ja, Shelia, was hast du da erlebt? Wie siehst du Stimmungen, gute Stimmungen, schlechte Stimmungen? Welche Auswirkungen haben sie bei dir? Ja, danke für die Schilderung, Silvia. Und ich glaube, viele Menschen werden sich damit identifizieren können. Und das, was ich gehört habe aus deinen Erzählungen, ist, dass wir leben in einer Welt, die von innen nach außen passiert. Und dass diese Stimmungen, die schwankend sind, alle von uns kennen das, mal sind wir in einer guten Stimmung, mal sind wir in einer schlechten Stimmung, dass das von innen kommt und nicht von außen und auch nicht berechenbar ist. Und wie ich das sehe, ist wie eine Brille. Also als Kind hatte ich eine rosarote Brille geschenkt bekommen. Vielleicht hattest du auch sowas. Es gibt auch welche mit einem Gelbstich oder einem Blaustich. Und als Kind ist das besonders toll, weil du setzt die Brille auf und plötzlich guckst du in die Welt hinaus und alles sieht rosa aus oder alles sieht gelb oder blau aus. Und was ich auf dem Weg in meinem Leben gesehen habe, ist, dass diese Stimmungsschwankungen, die wir haben, die ist wirklich so analog, als würden wir eine andersfarbige Brille in einem Moment aufsetzen. Und so wie die Qualität der Stimmung, die gerade uns heimbesucht, uns passiert, so ist die Welt eingefärbt, die wir sehen. Mhm. Ist eine, besucht mich gerade eine gute Stimmung, dann bin ich vielleicht positiv eingestellt, ich bin gut gelaunt, ich schaue positiv in die Welt hinaus und ich sehe durch meine gefärbte Brille der Optimismus vielleicht Möglichkeiten. Ich sehe
Dinge, wofür ich dankbar bin. Und in der nächsten Minute oder in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag, wann auch immer diese Stimmung sich verändert, kann es sein, dass ich plötzlich in eine Stimmung abrutsche, wo ich eher die Welt negativ betrachte, wo ich pessimistisch drauf bin, wo ich unsicher mich fühle, ob die Dinge gut ausgehen. Und obwohl es sich im Außen vielleicht gar nicht verändert hat, ist die Brille, die ich drauf habe, eine dunklere. Und plötzlich sieht die Welt bedrohlicher aus. Es sieht so aus, als hätte ich nur wenigen Möglichkeiten oder die Dinge fühlen sich einfach eng an. Und ja, so diese gefärbte Brille ist so die Art und Weise, wie ich zurzeit über Laune nachdenke, Silvia. Mhm. Ja, das ist total spannend, nämlich wenn du das sagst mit der Brille. Jetzt sind wir das so gewohnt, wenn wir eine Sonnenbrille aufsetzen und rausgehen und es ziehen dunkle Wolken auf, dann nehmen wir die Sonnenbrille wieder weg, damit wir irgendwie klarer sehen können und es sich nicht eintrübt oder verdunkelt. Ja. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz bei ganz vielen Menschen der Fall ist, dass sie dann auch gerne diese wieder eine rosarote Brille aufsetzen wollen oder diese dunkle Brille, die sie gerade haben, wegnehmen wollen, weil sie glauben, dass sie dann vielleicht nicht so gute Leistungen bringen können oder nicht so gut sich mit anderen Menschen verbinden können. Also ich kenne das ja sehr, sehr viel aus dem Sportbereich vor allem, weil mein Mann spielt Billard und semi-professionell, aber er spielt doch in einer hohen Liga. Und da kann man das sehr, sehr gut beobachten, wie sie, wenn sie spielen, in eine schlechte Stimmung reinkommen und weil sie sich gerade ärgern über sich selbst oder über den Gegner oder über was auch immer und dann da drinnen so gefangen sind in diesem Tief, das kommt, manchmal kommt auch ohne, dass irgendetwas passiert, weil sie vielleicht einfach auch müde werden und da irgendwie eine schlechte Stimmung. Und ich glaube, dass dann sehr oft etwas passiert. Ah, jetzt ist eine schlechte Stimmung da. Jetzt bin ich da gerade irgendwie runtergefallen. Und erstens, ich muss wieder in eine bessere Stimmung kommen, damit ich bessere Leistung bringen kann oder damit ich wieder aktiver sein kann oder was auch immer. Oder Und wie schaffe ich denn, dass ich jetzt wieder eine hellere Brille aufhabe? Mhm. Und ich glaube, dass wir da so, dass hier so im Kopf eine Verbindung herrscht zwischen schlechter Stimmung und schlechte Leistung, gute Stimmung, gute Leistung. Und ich glaube, es passiert auch, wir hören das auch von außen ganz oft, dass du musst in eine Good Mood, in eine gute Stimmung kommen. Ja, es gibt auch diese, also ich nenne jetzt einfach diesen Begriff, diese Chaka, wir schaffen das. Ja? Ja. So quasi, als wenn jetzt nur, ich muss da ganz, ganz oben sein, damit ich gute Leistung bringe. Und das macht es aber, also für mich macht es das wahnsinnig schwer, weil ich ja gar nicht weiß, wie ich mich in eine schlechte Stimmung bringen kann. Zumal, wenn ich gar nicht weiß, woher eine schlechte Stimmung kommt. Ja. Also ich kann, und da auch, glaube ich, wirklich zu erkennen, das eine ist unabhängig von dem anderen. Und ich glaube, das kann jeder an sich selbst schon einmal feststellen. Also seitdem ich dorthin schaue genauer, kann ich das sehr, sehr gut feststellen, dass wenn ich eine schlechte Stimmung habe, dann kann ich trotzdem meine Arbeit machen. Vielleicht macht sie in dem Moment weniger Spaß, weil ich halt nicht so euphorisch bin, aber ich kann meine Arbeit machen und ich kann meine Arbeit gut machen. Ja, absolut. Oder aber, Entschuldigung, wenn ich nur ganz kurz den Satz fertig spreche, oder aber ich spüre dann auch viel besser, ich muss die schlechte Stimmung jetzt nicht wegdrücken, mich abtrainieren, weglachen, weg mit einem Chakra, sondern ich kann dem auch nachgeben und kann sagen, hey, vielleicht brauche ich jetzt auch nur einen kurzen Spaziergang oder ich lege mich kurz hin und dann geht's wieder. Ja. Weil dann pendelt sich das wieder ein. Ja, absolut. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, das, was du erzählst, Silvia. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der uns allen suggeriert wird, wie wichtig uns gute Gesundheit ist, einen guten State. Also wir sind quasi in einer Zeit, wo es um
Optimierung unseres Selbst geht. Mhm. Und das ist nicht nur in dem Sportbereich feststellbar, sondern auch im Bereich Business. Also absolut, du und ich, absolut. Wir sind beide selbstständig. Und ich denke gerade an eine Geschichte. Also ich hatte früher eine sehr, sehr liebe und sehr kompetente Mentorin, die eine Art von Mindset-Übung mit uns gemacht haben, wo wir hingeschaut haben auf einen Zettel. Und da gab es eine Linie mitten auf dem Zettel und auf der linken Seite waren Good States und auf der rechten Seite Bad States. Und die Empfehlung war, fühle, wo du gerade bist, in welchem State, in welcher Laune, in welcher Stimmung du bist. Und wenn du auf der schlechten Seite bist, versuch dich auf der guten Seite rüberzubringen, als gäbe es etwas zu tun. Mhm. Und ich weiß noch damals, weil ich dachte, es ist besser, wenn ich in einem Good State bin für mein Business. Mhm. Und nur in einem Good State kann ich gute Erfolge schaffen in der Kundengewinnung, im Marketing, in der richtigen Energie nach draußen gehen. Ich war krampfhaft damit beschäftigt, nicht auf der rechten Seite in dem Bad State zu sein, sondern rüberzukommen in dem Good State, was mir gar nicht gelungen ist, weil wenn man in diese Richtung wirklich schaut, merkt man, dass man als Mensch diese schwankende Stimmungen einfach hat. Die passieren uns, die wählen wir ja uns nicht aus. Wenn wir wählen könnten, sind wir in eine gute Stimmung oder eine schlechte Stimmung, würden wir immer die gute Stimmung wählen. Voraussichtlich, ja, absolut. Ja, aber weil es keinen magischen Helm gibt, der irgendwie diese Energie von uns abhält, wir können einfach erkennen, es ist da und es bedeutet nichts. Mhm. Es ist einfach dort, oder? Wie siehst du das, Silvia? Absolut. Das Bild, was ich gerade, den Gedanken, den ich gerade hatte, war, ich stelle mir da so ein Meer vor. Ja? Mhm. Und auch wenn kein Wind geht, wenn es ein wunderbarer, schöner Tag ist, dann können trotzdem Wellen auf dem Wasser sein. Und das wäre dann ungefähr so, wie wenn ich mir wünschen würde, keine Wellen mehr zu haben. Oder wenn ich gerne surfen gehen möchte, mehr Wellen zu haben. Es funktioniert nicht. Und es ist, was es ist. Wir haben schlechte Stimmungen, wir haben gute Stimmungen. Und wirklich auch hinzuschauen, dass können wir es nicht verändern, weil so wie du, Shelia, vollkommen richtig gesagt hast, wenn wir es denn verändern könnten, dann würden wir natürlich die gute Stimmung uns wählen, weil sie ja viel, viel besser sich anfühlt. Ja. Oder aber vielleicht glauben wir auch nur, dass es sich besser anfühlt, weil wir damit verbinden, dass wir leistungsfähiger, freundlicher, was auch immer sind. Ja? Ja. Also es wurde uns ja auch suggeriert, dass, so wie du sagst, mit dieser linken Spalte, rechte Spalte, dass eine schlechte Stimmung schlecht ist. Also ja. Schau, dass du wieder gut drauf bist. Mach was dafür. Nur ich habe noch nicht festgestellt, wie ich es machen könnte. Manchmal wirkt, wenn ich draußen spazieren gehe, aber manchmal wirkt es auch gar nicht. Mhm. Und zu sehen, dass wir das nicht verändern brauchen, dass wir leistungsfähig, dass wir das machen können, was auch immer wir machen können, was wir machen wollen, in der Stimmung, in der wir gerade sind. Und ich glaube, je weniger wir auch versuchen, zwanghaft in eine gute Stimmung zu kommen, damit wir irgendwas machen können, damit wir irgendwas erreichen können, umso anstrengender wird es natürlich auch, weil unser System ist doch so gebaut, dass es ja eigentlich immer in einem mehr oder weniger neutralen oder wie die Wellen auf und ab ist, ja. Ohne extreme Hoch, extreme Tief. Aber je mehr wir natürlich versuchen, wieder in eine gute Stimmung zu kommen und damit sich das besser anfühlt, umso länger bleibt dann diese Stimmung auch, weil ich natürlich dann auch mir vielleicht Vorwürfe mache, ja, wieso schaffst du das nicht? Und eigentlich solltest du doch. Und dann bleibt das viel länger an mir haften, diese schlechte Stimmung, als wenn ich einfach nur wahrnehme, okay, ich habe jetzt eine schlechte Stimmung, fein. Ja. Und mach das, was ich gerne tun möchte. Ja, ja, das stimmt. Und das Wunderbare ist, dass unser natürliches System als Mensch so ausgerichtet ist, dass
alles sich wieder beruhigt nach einer Zeit. Und das Einzige, worauf ich achte in den Momenten, ist zum Beispiel, nehmen wir mal eine Situation in einer Partnerschaft, in einer Beziehung mit meinem Mann oder ein Gespräch. Wenn ich merke, ich bin in einem Low Mood oder in einer schlechteren Stimmung als sonst, dann weiß ich, wenn ich mich da sehr darin versunken bin, manchmal kommen wir in diese schlechte Laune und wir kriegen gar nicht mit, dass wir drin sind. Aber wenn ich es wahrnehme, dann weiß ich zum Beispiel in den Momenten, vielleicht ist nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, um ein wichtiges Gespräch mit meinem Mann zu führen, wenn ich das in einer schönen Art und Weise mit ihm machen möchte. Mhm. Oder wenn ich als Unternehmerin gerade vor 2 Tagen auf mein Konto geschaut habe, meine Umsätze gecheckt habe, meinen Gewinn und irgendwie in einer guten Laune war, dann sieht alles irgendwie positiv aus, ich bin zuversichtlich. Und 2 Tage später gucke ich wieder rein und ich bin in einer niedrigeren Stimmung und sehe auf einmal oder habe das Gefühl auf einmal, die Zahlen haben sich nicht verändert, aber plötzlich fühle ich mich, als müsste ich mehr verdienen, als gerade drauf steht und ich muss Gas geben. Das Einzige, was ich tue, ist, ich nehme wahr, dass ich gerade in dieser niedrigeren Stimmung bin und dann nehme ich nicht alle Impulse oder Informationen, die ich in dem Moment habe, so für bare Münze. Ich lasse die einfach bei mir sein und ich weiß einfach, ich check das später, wenn das System sich wieder beruhigt hat und dann gehe ich von dort weiter. Das mache ich dann schon. Wie machst du das, Silvia? Ich nehme es auch mehr wahr und versuche auch keine sehr, sehr wichtigen Entscheidungen wenn ich spüre, dass ich in einer schlechten Stimmung bin, keine wichtigen Entscheidungen zu treffen oder keine wichtigen Gespräche. Was ich definitiv aufgehört habe, ist, mir darüber Gedanken zu machen, warum ich jetzt in einer schlechten Stimmung bin und versuche, das irgendwie herauszufinden, ist es der Umsatz, war es irgendein Gespräch mit irgendjemandem oder sonst. Also das mache ich definitiv nicht mehr, wissend, dass es sich wieder einpendelt und wieder auf einen Normalzustand hinläuft. Und ich glaube, ein Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, den finde ich sehr wichtig, das war nämlich die Wahrnehmung. Du schaust auf deinen Umsatz drauf und bist du in einer guten Stimmung, dann freust du dich darüber und bist du in einer schlechten Stimmung, dann denkst du dir, ja, das ist viel zu wenig und wer weiß, wie lange ich den noch so halten kann oder was auch immer. Das heißt, das, was wir uns dazu denken, wird zu stark von unserer Stimmung gefärbt. Ja, so wie du vorher gesagt hast, eben diese Brille, die einfach, wenn ich mit einer schlechten Stimmung in die Welt hinausschaue, dann erscheint mir die Welt auch grauer. Und wenn ich in einer guten Stimmung hinausschaue, dann ist auf einmal alles rosarot. Und es hat sich eigentlich gar nichts im Außen verändert, außer dass wir eine andere Brille aufhaben. Absolut. Und auch das wirklich wahrzunehmen, dass jetzt das Geld, das Business, der Partner, die Kinder, was auch immer da draußen einem, wo man meint, die sind schuld für meine schlechte Stimmung. Nein, es ist eher, ich will jetzt gar nicht sagen, der Spiegel, dass die das spiegeln, weil ich schlechte Stimmung, deswegen verhalten sie so. Aber ich nehme es einfach so wahr. Ich bin in einer schlechten Stimmung viel kritischer. Ja. Nehme viele Dinge viel persönlicher. Also wenn jemand etwas sagt, dann fühle ich mich vielleicht gleich persönlich angegriffen. Ja. Wenn ich in einer guten Stimmung bin, dann kann mir das gar nichts anhaben. Also auch das wirklich wahrzunehmen, dass die Welt, wie ich sie wahrnehme, ganz stark von unserem Wellengang, von unseren Brillen, die wir aufhaben, eingefärbt werden und dass das vielleicht gar nicht jetzt gerade so stimmt, wie ich glaube und denke, dass die Welt da draußen ist. Absolut, absolut. Ja, das heißt dann, es gibt nichts zu tun, diese Stimmen verändern sich, jetzt kommen alle Qualitäten von Stimmen. Wir haben das heute in der Episode vereinfacht auf gut und schlecht, aber es können alle möglichen Qualitäten von Stimmungen kommen und sie kommen und gehen und da gibt es nichts zu tun. Es gibt nur was zu sehen, nämlich Stimmungen haben die Qualität von Flüssigkeit, die fließen, die färben und einfach in der Wahrnehmung zu bleiben,
was gerade wirklich am Laufen ist, nämlich, ah, okay, ich habe gerade diese Qualität von Stimme und das färbt die Welt, die ich sehe, und wirklich in dem Vertrauen zu sein, dass das System wieder ausgleichend wirkt und dass wir in eine bessere Lage kommen und dann wieder neutral. Ja, das war doch ein wunderbarer Abschluss. Und damit wünsche ich euch, dir als Zuhörerin, Zuhörer, ganz viel Spaß, Freude, und lass dich von deinen eigenen Launen und Stimmungen nicht zu sehr aus der Ruhe bringen. Sie vergehen auch wieder und sie verändern dein Tun überhaupt nicht. Du kannst alles genießen, auch eine schlechte Stimmung. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Thank you.